Fangen wir an. Klar. Heute geht es um Super Schurken und Fußball im weitesten Sinne, weil da kommen auch Hunde mit drin vor. Der Kinocast. Und dann fangen wir doch gleich mal an mit der Sendung Nummer 571. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Den Chris. Hallo Chris. Hallo Erik. Jetzt kommt gerade Breaking News. Störung im Verbindungssystem. Massiver Stromausfall in Argentinien und Uruguay. Also falls ihr da irgendwo seid und uns dann irgendwie hört, also jetzt nicht sofort, aber vielleicht später, ja. Ja, wir haben Filme mitgebracht. Eine, würde ich sagen, eine sehr bunte Mischung. Und auch ein paar coole Trailer, wie ich finde. Zumindest einer davon. Und da starten wir doch gleich mal rein. In der Sneak Preview hatten wir nämlich den Film Brightburn. Im weitesten Sinne ein Superhelden-slash-Schurkenfilm. Den wird uns jetzt der Chris mal vorstellen. Das wird der Chris wahrscheinlich jetzt machen, ja. Brightburn. Wir befinden uns in einem kleinen, beschaulichen Ort mit dem schönen Namen Brightburn. Und eines Tages passiert eben das, was in solchen Filmen, wo es um Superhelden geht, ja, gerne mal passiert. Und der ein oder andere, dem kommt vielleicht jetzt gleich die Geschichte bekannt vor. Es regnet quasi wie ein Meteoriten vom Himmel. Da drin ist es kein Meteorit, sondern es ist ein Raumschiff, darin ein kleines Baby, welches dann aufgezogen wird von Eltern. Und jetzt kommt natürlich automatisch sofort, hey, Moment, das kennen wir doch irgendwoher. Das klingt wie Clark Kent, / Superman. Und in der Tat, es ist relativ ähnlich hierzu, nur entwickelt sich der kleine Brandon Breyer, gespielt von Jackson A. Dunn, und gleich vorneweg ein Kind, das jetzt nicht unbedingt auf den Keks geht in der Hauptrolle, was schon mal gut ist, entwickelt sich ein wenig anders wie seinerzeit Superman. Liegt vielleicht mit an den Eltern, David Denman, der seinen Vater Kyle spielt, und seine Mutter Elizabeth Banks, die die Mutter Tori spielt, die kennt man ja auch aus diversen Streifen. Und die, ja, die Mutter überschüttet ihn natürlich immer mit Liebe, weil es ist ja ihr einziges alles und überhaupt. Und der Vater ist immer schon so ein bisschen, ja, er kommt halt aus einer anderen Welt. Nur das weiß der gute Brandon noch nicht so wirklich, bis er nachts in die Scheune gerufen wird, wo das Raumschiff ihn quasi ruft, wo ihn irgendetwas ruft, und er dann langsam anfängt festzustellen, hey, ich bin super schnell, hey, ich kann fliegen, hey, aus meinen Augen schießen irgendwelche Laser raus, quasi der Superman schlechthin. Allerdings hat Brandon eine andere Mission. Und da biegt dann der Film anders ab als Superman. Er möchte nicht die Welt retten, sondern er möchte sie zerstören. So langsam, aber sicher. Von innen heraus quasi. Das ist sein Auftrag als Alien auf der Erde. Und was sich jetzt so als Anti-Superman-Film anhört und auch so entwickelt, ist auch wirklich in der Tat ein Anti-Superman-Film, weil eben Brandon erstmal seine Kräfte einsetzt, um seinen Gegenübern, also den ganzen Leuten um ihn herum, da erstmal die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, hey, du verrätst aber mein Geheimnis nicht, und hey, du bringst nicht meine Eltern dazu, dass die mit mir schimpfen. Da ist er halt immer noch ein wenig Kind geblieben. So ist es dann auch, dass er bei einer Mitschülerin einsteigt, die zu Tode erschreckt, die er aber ganz arg süß fand. Es war, war das Caitlin? Hieß die Caitlin? Ich glaube ja. Emmy Hunter müsste das sein. Aber der steigt da ein. Die erschreckt sich zu Tode. Dann regt sich natürlich die Mutter tierisch auf und alles. Und in der Schule dann bei einem Spiel lässt seine vermeintliche Freundin ihn plumpsen oder fallen und bezeichnet ihn als Freak und alles, woraufhin er ihr relativ grausam die Hand bricht. Und dann richtet er auch noch die Mutter dahin im späteren Verlauf, weil halt die auch böse Sachen gesagt hat. Also man merkt, der Kleine entwickelt sich nicht so wirklich in die richtige Richtung, wie es eigentlich sein sollte oder wie es wohl auch gedacht war. Seine Kräfte für was Gutes einsetzen, nur was er gut findet. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und
neben den ganzen Konflikten, die dadurch entstehen mit der Familie, entsteht auch ein nicht nur Familiendrama und Superheldenfilm, sondern auch ein richtiger kleiner Horrorfilm, weil ganz viele Szenen sehr dunkel sind mit Schreckmomenten, mit plötzlich draufspringen, wo mit gefahrenvoll in der Ecke lauern und dann sieht man nur seine roten Augen und solche Sachen. Es ist so ein Mix aus so ziemlich allem. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Erik? Ich glaube nicht. Ja, ist aber interessant, ja, wie du das siehst. Also ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich habe das eher so ein bisschen als so eine Coming-of-Age-Geschichte gesehen, wo dann diese übernatürlichen Kräfte, die zur Verfügung stehen, die einfach diese Wut, die teilweise ja welche Erwachsenwerdende, die mit der Welt nicht klarkommen, in sich tragen, irgendwie manifestiert wird. Ja, also ich meine, in den USA, manche, die schnappen sich dann irgendwie ein automatisches Gewehr und rennen durch Schulen oder sowas. Und er macht das halt hier so ein bisschen subtiler. Und was auch noch ein interessanter Punkt war, dass in der Kleinstadt, wo die sind, da kennen sich irgendwie alle. Also die Mutter von seiner Angebeteten, die arbeitet ja in diesem Diner und irgendwie sind alle miteinander verwoben. Jeder kennt jeden. Seine Tante ist die Counselorin in der Schule und ja, und auch seine Lehrerin, das ist schon richtig, ja. Ja, irgendwie hängt da alles zusammen und deswegen, wo er dann einmal den ersten Nadelstich setzt, dann führt das zwangsläufig dazu, dass er weitermachen muss. Ja, also er ist dann irgendwie so in dieser Spirale drin und kommt da nicht mehr raus. Er muss, aber er will das ja auch nicht. Er findet es ja eigentlich cool, dass er die Kräfte hat. Hm. Sehr, sehr interessanter Ansatz, fand ich. Sehr. Ja, vom Ansatz her wirklich super interessant, nur ja, mir haben ein paar Sachen da irgendwie gefehlt. Ja, Kate, dir hat es eher auch mehr gefallen, denke ich. Ne? Ja, ich fand den ziemlich gut. Ich wollte ihn ja auch direkt sehen, als ich den Trailer gesehen habe. Weil es halt mal diese Geschichte vom Superman in eine andere Richtung führt. Und dann, dass eben nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn so ein Baby vom Himmel stürzt, ja. Mit irgendwelchen Superkräften. Und nicht immer haben alle Gutes im Sinn. Wobei ich wiederum eure beiden Varianten sehr witzig finde, weil für Chris ist das eher so eine falsche Superheldengeschichte und für Erik ist Coming of Age. Ich finde es einfach, ich glaube eher, dass das auch kein Versehen war, dass er auf der Erde gelandet ist, weil dieses Raumschiff gibt ihm ja quasi noch Anweisungen. Das ist ja, glaube ich, eher geplant gewesen, dass er dort landet und dann eines Tages die Welt zerstören wird. Das ist natürlich auch seine Rasse und so. Das ist natürlich ein ganz interessanter Ansatz. Da habe ich noch gar nicht drauf rumgedacht, weil die natürlich, die zwei Eltern, die haben schon die ganze Zeit versucht, irgendwie Kinder zu bekommen. Also der Film macht auf mit einer Szene und fährt an so einem Bücherregal lang, wo sehr viele so Bücher stehen, so nach dem Motto, wie kriege ich Kinder oder wie vermeide ich hier Infertilität oder wie das heißt da. Und wir erfahren dann ja, dass sie es schon die ganze Zeit irgendwie versucht haben und dann fällt quasi plötzlich dieses Geschenk vom Himmel, was sie selber so bezeichnen. Das ist natürlich ein interessanter Punkt, Kate, was du gesagt hast. Habe ich noch gar nicht so, dass es quasi gesteuert wurde, dass das zu denen kommt, genau zu den zwei Personen, dass es gar kein Unfall war. Das ist interessant. Also ich glaube auch, dass er auf die Erde geschickt wurde, aber dass das dann doch eher Zufall war, dass es dort gelandet ist. Aber okay. Aber ich fand's, also ich. So vom Einschlag der Kapsel her. Wir haben ja nun wirklich sehr, sehr viele Superheldenfilme hier schon besprochen, auch gerade in letzter Zeit, wo dann das MCU sich verdichtet hat und bis hin zu irgendwelchen, ja, wo es durchaus kontroverse Meinungen gab, wie Aquaman. Ich fand das hier mal echt einen coolen Ansatz, immer zu sagen, okay, naja, was wäre denn, wenn die nicht alle wohlgesonnen sind, ja, und da, sondern eher wie so ein Kuckuckskind da platziert werden, wie so ein trojanisches Pferd von irgendwoher. Das ist ja, also ich fand es extrem gut. Also auch die splatterigen und gorigen Szenen, die da drin waren, haben mich jetzt nicht so sehr abgeschreckt. Ich musste dann zwar auch ein, zwei Mal weggucken. Es war mir dann doch ein bisschen irgendwie zu realistisch, also dann mit der Scherbe im Auge und so. Genau, das war die Szene, wo bei mir überhaupt nicht in die Augen gehen, überhaupt gar nicht. Ja. Das fand ich ganz arg widerlich. Das fand ich auch echt übel. Den Kiefer viel schlimmer. Den Kiefer fand ich nicht so schlimm. Jetzt verrat mal nicht alles. Das ist schon sehr drastisch. Ich denke mal, da wird auch bestimmt, ich weiß nicht, ob der ungeschnitten so kommen wird, also in der UK
habe ich gerade gelesen, da haben sie da zwei Szenen geschnitten, es werden wahrscheinlich die zwei sein, um da ein niedrigeres Rating zu bekommen. Kino-Rating. Ja, echt cool gemacht. Also auch der Soundtrack und der Dreh und so, wie die Szenen aufgebaut waren, und war schon echt gut. Und das mit dem kleinen Budget von nur 7 Millionen, wie wir vorhin gerade erfahren haben. Was habe ich hier? Was habe ich denn hier eigentlich geschrieben bei uns in der Gruppe? Ein konsequenter Superschurkenfüller, genau. Der nicht vor ekligen Szenen zurückschreckt. Sehr erfrischend, mal so eine Betrachtung zu sehen. Außerdem gut gespielt, gedreht und genialer Sound, ja. Es waren zwar so ein paar Jumpscares drin, so nach dem Motto, oh, ist ganz ruhig, und mit einer BÄM kommt irgendwas, ne? Das ist so diese etwas billige Version, aber da waren wieder genügend andere Sachen dabei, wo es einfach nur so ein bisschen gruselig war und dann irgendwo in eine Richtung ging. Ich kann da nicht ganz mitgehen. Ich muss da leider noch mal kurz dagegenhalten. Weil ich finde ihn jetzt nicht so konsequent. Er ist relativ geradlinig. Es ist eigentlich klar, worauf es hinausläuft, mehr oder weniger. Ich fand ihn dann schon ab einem gewissen Punkt relativ vorhersehbar. Und dass der Film ein paar Hoppler und Wackler hat, das darf man, denke ich, nicht unterschlagen. Also ich denke da an eine Szene, dass der gute Junge jagt durchs Haus und weiß alles, aber kriegt nicht mit, dass die Mutter dann das Haus verlässt, obwohl er drüber schwebt. Ja, fand ich etwas schwierig. Als Beispiel das zu nennen, ohne zu viel zu spoilern. Und nee, das ist in dem Fall nicht Jammern auf hohem Niveau. Also ich fand ihn gut. Fand sie nicht so gut, höre ich da raus. Ja, ich fand ihn schon okay, dadurch, dass er halt so ein wirklich, wie du auch gesagt hast, so einen interessanteren Ansatz hat und auch in so verschiedene Richtungen geht. Also jetzt nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht der letzte Schrott, aber ich fand jetzt ihn auch nicht so den Überbringer. Ich fand ihn jetzt sehr, sehr coolen Sneakfilm. Hab mich auch sehr gefreut, dass er kommt, weil ich ihn vom Trailer her und von der Vorgeschichte her auch sehen wollte. Und finde es gerade so ein bisschen spaßig, wenn ich bei IMDb nebenher gucke, wie dort der Film gewertet wird, und das liegt ungefähr da, wo ich auch wäre. Nur mal kurz dazu. Ja, ich fand Elizabeth Banks auch nicht so überzeugend. Muss ich auch dazu sagen. Ich fand, die wirkte etwas aufgesetzt. Diese Zerrissenheit, die sie hat, die hat sie doch wahnsinnig gut rüber. Also einerseits so nach dem Motto, ja, das ist das Kind. Sie hat ja das Kind viele, viele Jahre aufgezogen. Ich weiß nicht, wie alt er da sein soll. 14, 15, 16? Er soll 12 sein. 12? Okay. 12. Und dann das ist auch so ein Ding, weil am Anfang, die ersten paar Szenen, ist er irgendwann 5 und dann heißt es 10 Jahre später. Dann kann er nicht 12 sein. Also so 15. Ja, eigentlich, aber der ist doch nicht 15. Er wäre ein bisschen größer. Die haben doch seinen 12. Geburtstag gefeiert. Ja, eben. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie ihn ja viele Jahre aufgezogen. Wie ihren eigenen Sohn, und dann entwickelt er sich halt in eine Richtung, die erschreckend ist. Und dann ist ja die Frage, liebt sie ihn trotzdem noch als Mutter, oder muss sie sich von ihm lösen, ihr Herz lösen? Ja, das fand ich eigentlich auch sehr gut. Da gibt es ja diverse Szenen, wo die Zerrissenheit deutlich wird. Fand ich echt gut. Also, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht so ein Film, den man jedem empfehlen kann, definitiv nicht. Für die Sneak war das top. Dass der das Sneak lief. Also, sind überhaupt welche rausgegangen? Weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Noch welche rausgehen. Ja. Echt? Ja, ja. Ich glaube, das typische Publikum, wo sagen, hey, ich gucke keine Horrorfilme, obwohl es ja kein Horrorfilm war, aber sobald es da ein bisschen gruseliger wird, das können die nicht ertragen, die gehen nochmal raus. Ne? Ja, ist auch okay. Ja. Mehr Platz für den Rest. Ich glaube, ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 Punkte. Hier kann man ja keine halben Punkte geben bei uns in der Gruppe. Ich glaube, ich gebe hier im Kinocast 8,5. Hat mir echt gut gefallen. War das cool. Jetzt eine Kritik am Wertungssystem? Nee, es gibt halt keine halben Punkte, aber hier, hat mich echt voll mitgerissen. Ich war da voll dabei. Mir hat es gut gefallen. Hat gut getragen, die Geschichte. Sowas kann man auch blöd erzählen. Gerade diese Geschichte, so, ja, wenn er in der Schule ist und so. Und diese Liebschaften, diese ersten und sowas, das kann man irgendwie doof erzählen. Aber hier fand ich es echt gut. Wie sieht es bei euch aus, punktemäßig? Chris, du hast das schon ein bisschen verraten irgendwie.
Ja, also ich habe ihm im Endeffekt jetzt 7 Punkte gegeben, wäre aber eher bei 6,5 gewesen. Und aber du kannst ja keine halben Punkte ab. Ja, ich kann ja keine halben Punkte. War das geben. Etwa eine Kritik hier? Ja. Das war eine deutliche Kritik am Wertesystem. Nein, wie gesagt, deswegen habe ich aufgerundet auf 7. Muss allerdings auch vielleicht noch den Grund der Aufrundung nennen. Der wäre nämlich Meredith Hagner. Aber das lassen wir mal das einfach so stehen. Wer war das denn jetzt? Meredith? Das müsste seine Dingsen, seine Tante gewesen sein. Die fand ich goldig. Die hatte ja nicht so viele Szenen, ne? Aber die, wo sie hatte, fand ich toll. So eine hätte ich gerne bei mir im Kollegium. Nein, hättest du nicht. Also in amerikanischen Filmen sieht man das ja immer, diese Schulcounselor, ne? Das ist ja da irgendwie so ein Ding. Ne? Also da gibt es ja irgendwie so eine Vertrauenslehrerin oder so, würde man es vielleicht übersetzen, oder Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer, haben sie es auch übersetzt. Ja. Sowas gab es ja auch schon in diversen Filmen, hat man das gesehen. Also es scheint ja so ein Ding zu sein. Sowas gibt es aber bei uns jetzt nicht so. Also jemand, der nur natürlich das macht. Vertrauenslehrer. Ja, aber der oder die unterrichtet ja dann trotzdem noch irgendwas. Ja. Also jetzt nicht so, dass jemand da so ein Büro hat, wo jeder hinkommen kann, wenn er Probleme die hat. Die hat doch auch unterrichtet. Naja, doch, dann auch wieder, weil es gibt ja auch Präventionsbeauftragte und so Zeug. Deswegen, also in der Art gibt es schon, mit eigenem Büro und allem. Okay. Also das würde ich jetzt nicht ganz aus. Ah gut, schon mal eine gute Sache. Weil ich kenne sowas ja nicht mehr aus meiner Schulzeit, da gab es das nicht. Musste jeder selber klarkommen, ja, mit seinem Scheiß. Wenn du mit deiner Tochter und deinem Sohn nicht brauchst, dann ist auch gut. Ja, da wäre ich immer nur von den jeweiligen Lehrern einbestellt. Einbestellt, das ist ganz furchtbar. Ja, ja. Es sind Lehrer, dass sie einbestellen, aber ein anderes Thema. Naja. Ich bestelle die Eltern. Also, achso, Kate, hast du schon eine Wertung gegeben? Nö, ich kam ja nicht zu Wort. Du musst ja mal was sagen hier, sonst kommst du ja nicht. Ich gebe dem Film 7 Punkte. Ich fand ihn wirklich gut, aber mir ging die Elizabeth Banks ein bisschen auf den Wecker. Und ich ziehe Punkte ab wegen dem Ende. So. Das Ende? Ja. Okay. Das fand ich war mir ein cool bisschen zu theatralisch. Fand ich gerade cool. Ja, grundsätzlich fand ich der Ausgang des Films gut, aber es gab eine Sache am Ende, Facepalm. Und deswegen Punkte ab. Und Elizabeth Banks ging mir ein bisschen auf den Wecker, weil die so die Übermutter war. Und der Vater, der hat es wenigstens irgendwann mal eingesehen. Aber es soll ja wohl da noch ähnliche Filme geben. Hätte ich nichts dagegen. Also man hat ja, das kann man spoilerfrei sagen, am Schluss werden so Zeitungsausschnitte so eingeblendet von irgendwelchen anderen Erscheinungen rund um die Welt, von irgendwelchen Wesen oder irgendwas. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt da noch was nach, irgendwie andere Filme oder eine Superschurkenliga oder sowas. Keine Ahnung. Einfach nur normale Filme, bitte. Würde mich interessieren. Interessieren würde mich auch. Möchte ich ganz kurz erwähnen, irgendjemand hat gerade gesagt, Elizabeth Banks ging ihr auf den Keks. Haha! Ja. Haha! Sieht doch halt jeder anders, ist halt so. Ja. Interessieren würde mich auch, was morgen in das Sneak kommt. Was morgen in das Sneak kommt, das sind uns, glaube ich, alle. Der Tipp ist relativ offen. Der heißt nämlich nur, wer hätte das gedacht für die Sneak 1005? Wer hätte das gedacht. Kate, gibt's da schon was? Ja, es gibt ein paar Sachen, genau genommen 3. Und zwar ein ganz gewöhnlicher Held, dann ein Becken voller Männer und Apokalypse. Gottes Willen. Und 2 davon hat er ihre getippt. Ja. Ich möchte Apokalypse nicht sehen. Ich glaube, den ersten und den letzten. Ich sag mal so, aus der Auswahl würde ich sogar den fast am liebsten gucken. Ach, ein Becken voller Männer, der Trailer sah ganz gut. Ey, über Männer synchron schwimmen? Nee, danke. Ja, das sah doch süß aus. Nee. Ah, okay. Wahrscheinlich liegt ihr alle beide daneben oder alles. Wahrscheinlich. Das kann sein. Aber ich sag mal, aus der Auswahl mal wieder eine schöne Komödie gucken oder sowas. Weil der erste, da geht es eher so einen Streik, der da organisiert wird, weil da irgendwie so eine arktische Kälte in so einer US-Stadt ist und so. Naja, mal gucken. Morgen Sneak Preview, 21 Uhr, Metropol. Nein. Gloria, Entschuldigung.
Aber wenn ihr ins Metropol geht, eure Karte kauft, kriegt ihr bestimmt gesagt, ihr müsst ins Gloria gehen. Nein, weil ich glaube, das Metropol ist unten auch zu, du kannst gar keine Karten kaufen dort. Achso, also Gloria. Also das heißt, wenn ihr in die Sneak kommen wollt, geht ins Gloria, solange dieses Metropol umgebaut wird. Das sieht ganz und grausig aus. Hast du reingeguckt mal? Nee, wo soll ich denn da reingucken? Hast du die Bilder nicht gesehen? Nee. Da ging doch Bilder rum. Ich verfolge zurzeit irgendwie gerade gar nichts. Wer allerdings auch noch mal woanders in die Sneak gehen will, in so eine Art Sneak, muss ich es ja fast nennen. Es gibt jetzt in dem kleinen Kino hier bei uns um die Ecke in Kornwestheim, was von einem neuen Betreiber übernommen wurde, gibt es jetzt auch eine Sneak. Das ist allerdings keine echte Sneak, wie man es so kennt, wo man sagt, okay, da läuft jetzt ein Film, der erst irgendwie später anläuft. Deswegen heißt es auch nicht Sneak Preview, sondern es ist eher so eine Sneak. Also man guckt sich irgendwie einen Überraschungsfilm an, sagen wir es so. Und da war jetzt letzte Woche Donnerstag der erste Film. Die machen einmal im Monat das jetzt. Und das habe ich mir natürlich mal angeguckt. Ich dachte erst, oh, das wird ja hier eine traurige Veranstaltung, weil ich saß erst alleine drin. und dann kam aber so 5 Minuten, bevor es dann losging, also 5 Minuten, 20.30 Uhr beginnt das, so 5 Minuten vorher, 25, kamen dann wirklich viele Leute rein. Habe ich nicht gedacht. Also ist gut voll geworden. Und es kam auch Trailer, was ich sehr cool fand. Und die Trailer kamen auch in Original, weil die Sneak dort ist auch eine OV-Sneak. Es kam dort The Dead Don't Die in OV als Trailer, was ich saugeil fand, weil ich ja nun schon den Film kenne. Und der klingt im Original nochmal so einen Zacken besser. Ey. Ich habe auch tatsächlich gestern Abend noch gehört, oder vorgestern, von jemandem, dass der im Original, also die war auch in der Sneak und hat er jetzt nochmal im Original gesehen, hat gemeint, im Original ist er nochmal eine ganze Stufe besser. Ey, und ich habe jetzt echt Bock, den nochmal zu sehen. Das kann ich Original bestätigen. Also und zumindest. Ich fand den ja so schon genial. Ich fand den wirklich gut. Und jetzt, deswegen, ich hätte da Bock drauf. Mal gucken, wo der läuft. Vielleicht mache ich das nächste Woche. Weil in dem kurzen Trailer, also man kann den ja gucken, auf YouTube gibt es den ja auch im Original, den Trailer, da ist auch die Stimme von der Blonden, wo mir gerade der Name nicht einfällt, die ja so einen komischen slawischen Akzent hatte im Deutschen. Ne? Das klingt dort... Tilda Swinton. Tilda Swinton, genau. Klingt dort irgendwie völlig anders und auch viel besser. Und gerade die zwei, wenn die miteinander erzählt haben, herrlich. Also so... Von der Art her, das kannst du halt nicht synchronisieren, das geht einfach nicht. Also, The Dead Don't Die kam als Trailer. Dann ein Trailer, den ich noch überhaupt nicht kannte, der heißt Dunkel, fast Nacht. Das ist ein polnischer Horrorfilm, der aber sehr stylisch aussieht und gut aussieht. Der läuft jetzt auch demnächst an. Klang sehr interessant. Und Annabelle 2 kam der Trailer. Und S, genau, S2. Also sehr viel Horrorrichtung, würde ich mal fast sagen. Die Trailer. Ich habe es mir extra mal hier notiert, sonst vergesse ich ja immer. Übrigens von S, der zweite Trailer, der gefällt mir echt gut. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja, also. Der Trailer sieht echt gut aus. Hoffentlich kommt der auch in der Sneak oder so. Also der Trailer ist auch gut gemacht, wo die Frau da zu der alten Frau kommt und da irgendwie so einen Tee bekommt und die geht dann weg und so dann kichert die da so rum und verwandelt sich plötzlich. Das ist echt eklig. Ja. Zur Sneak selbst, wie gesagt, war dann doch ganz gut voll. Der Film begann und er war in OV, das heißt hier auf Portugiesisch. Ach du Scheiße. Ja, mit deutschen Untertiteln. Und Portugiesisch ist jetzt nicht gerade die Sprache, wo man die dem Großteil der deutschen Bevölkerung geläufig ist und die auch von den Sprachmustern her jetzt nicht so ist, dass da viele Worte drin sind, die man irgendwie wiedererkennt oder so. Deswegen, das war schon sehr sperrig. Ich musste da eigentlich fast alles mitlesen unten. Finde ich aber total gut, dass es konsequent gemacht wird. Also das heißt, auch wenn eben ein portugiesischer Film da in der Vorstellung kommt, dann macht man das auch OV, ja. Wenn vielleicht mal ein französischer oder ein tschechischer oder vielleicht dieser polnische Film, ja, dann auch in OV, ja. Finde ich gut, per se. Also ich mag ja OVs, ne? Und vielleicht haben wir ja Glück, dass ab und zu mal was Englisches oder Französisches dabei ist. Moment, hm? Jetzt muss ich echt gut sagen. Wenn allerdings mal in der Sneak in Innenstadtkinos ein OV-Film aus Deutschland kommt, dann ist immer gleich... Das haben die übrigens auch geschrieben, dass bei denen OV auch heißen kann, dass mal was Deutsches kommt. Also es kann dort auch passieren. Es war ja erst die erste.
ist dort einmal im Monat und es gibt so eine Truppe, die heißen irgendwas mit 0711, die organisieren wohl auch in den Innenstadtkinos mit... Den Weird Wednesday, ne? Oder, ja, Weird Wednesday, genau. Das heißt, da gibt es also auch durchaus Verbindungen zu dem, zu unserem Sneak-Stammkino und deswegen, dadurch, dass sich das ja auch nicht überschneidet, das wird auch die, die andere Sneak nicht ersetzen. Ich werde da, denke ich mal, von jetzt ab immer mal vorbeigehen, weil das ist ja hier echt super erreichbar. Man könnte kostenlos parken da. Alles super. Und kleiner Wermutstropfen noch, es kostet 8 Euro. Das ist schon, boah, also für eine, dafür, dass man nicht weiß, was kommt. Und wenn dann wirklich was kommt, wo man sagt, boah, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, dann sind 8 Euro, tun da schon ganz schön weh. Also da sollte man vielleicht was tun. Gerade, ja, weil es auch nur kein riesig tolles Kino mit sonst was für Technologien drin ist. Und, aber jetzt zum Film. Es kam Diamantino. Und es stand am Anfang eine Einblendung da, dass keinerlei Verbindung zu echten Personen oder sowas besteht oder auch nichts mit irgendjemand zu tun hat, der vielleicht so aussieht, als ob. Was dann relativ schnell auffällt, weil wir sehen einen Fußballer, der 1:1 aussieht wie Cristiano Ronaldo. Und es ist ja ein portugiesischer Film, also von daher, ja. Ach ja, uns wurde eingeblendet, dass der Film in Cannes 2018 Preis gewonnen hat. Machte schon mal gute Hoffnung. Und dieser Diamantino, alias Ronaldo, ist halt ein Fußballstar und macht da so ganz tolle Effekte. Und wir kriegen da so ein bisschen Einblick in sein Seelenleben. Das heißt, wenn er da auf dem Platz steht und aufs Tor zurennt, dann... ja, dann verschwindet alles um ihn herum und er sieht plötzlich lauter Hundewelpen. Deswegen hatte ich vorhin auch Hundewelpen erwähnt. Das sind wirklich so ganz komische Effektszenen. Und dann spielt er da so durch so einen wabernden Nebel und macht dann so seine Tricks. Und ihm kommt aber so ein bisschen die Steuerbehörde auf die Spur. Also wie gesagt, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen völlig ausgeschlossen. Also wird so ein bisschen der Steuerhinterziehung verdächtigt, weil er auch sehr viel Geld verdient und kommt irgendwie ganz wenig nur beim Fiskus an. Und auf ihn werden ein paar Leute angesetzt und auch eine Undercover-Agentin, die aber in einer Beziehung ist mit einer anderen Agentin, also quasi zwei Frauen, die eine Beziehung haben. Und eine davon wird nun als Undercover bei Diamantino eingeschleust. Der hatte nämlich, als er mal auf seiner Yacht war, ein einschneidendes Erlebnis, als ein Flüchtlingsboot bei ihm angelagert hat oder angestoßen ist an seine Yacht und er die Leute aufgenommen hat. Und weil er in seiner besonderen Fußballwelt lebt, wo alles so super ist, hat er das gar nicht mitbekommen, so diese ganzen Krisen auf der Welt, und er war völlig erschüttert, was da so abgegangen ist, und kommt dann so auf die Idee, nachdem er auch so einen kleinen psychischen Knacks hatte, also so einen wichtigen Elfmeter im Endspiel der WM verschossen hat, kommt auf die Idee, Mensch, ich könnte doch jemandem helfen, einem Flüchtling zum Beispiel, ich nehme einen Flüchtling auf, und da wird diese Undercover-Agentin als Junge umgestylt und bei ihm untergebracht. Und er kümmert sich dann um diesen Jungen, und dann gibt es so eine parallele Geschichte. Es gibt eigentlich sehr, sehr viele parallele Geschichten in diesem Film. Aber eine davon ist zum Beispiel, dass es eine Bewegung gibt, die Portugal quasi aus Europa herauslösen möchte. Und sie gewinnen diesen Diamantino als ihre Galionsfigur, weil das die beliebteste Person in Portugal ist. Und die wollen da so Werbeclips drehen und auch so noch so ein bisschen mehr machen. Sie wollen ihn dann sogar klonen, damit sie quasi eine ganze Nationalmannschaft aufstellen, nur mit Klonen von Ronaldo, und beim nächsten Mal wollen sie dann doch gewinnen, und das bringt wieder Nationalstolz. Das ist aber nicht Ronaldo. Nee, ist Diamantino. Du hast schon wieder Ronaldo gesagt. Ja, weil der sieht fast so aus, hat auch dieses Benehmen und so. Ja, es ist so eine Mischung aus Thriller würde ich es nicht nennen. Sehr viel so Fantasy-Elemente ist da mit drin. Eine absolut krude Mischung von diesen Leuten, die, glaube ich, vorher noch nicht so viel gedreht haben. Also es wirkt zumindest wie so ein Erstlingswerk. Ich kann mir auch fast denken, wie das entstanden ist, so nach dem Motto, oh, wir haben jetzt hier einen Schauspieler, Mensch, der sieht ja dem Ronaldo täuschend ähnlich. Jetzt lass uns mal irgendein Skript einfallen, wie wir das unterbringen können. Oh nee, ich sehe gerade, der eine Regisseur hat schon einiges gemacht. Ah nee, Kurzfilme sehe ich hier, Kurzfilme. Das ist der erste Langfilm, ja. So wirkt es halt auch. Es wirkt halt auch wie
einige Kurzfilme, die aneinandergereiht sind, also wo so bestimmte Szenen sind, wo irgendwelche bestimmten Story-Elemente nach vorne getrieben werden und dann kommt wieder was völlig anderes. Insgesamt macht es der Film dem Zuschauer nicht so einfach von der Erzählstruktur her. Also jetzt nicht so diese typische Kino-Erzählstruktur, sondern der verzettelt sich manchmal so ein bisschen und findet den Faden dann wieder und dann geht es mal wieder vorwärts. Insgesamt ist er aber sehr charmant und gut gedreht. So von der Art her fand ich das gut, die ganzen Szenen, die so drin waren. Und ja, also ich kann es aber trotzdem bei Weitem nicht irgendjemand empfehlen, diesen Film. Das ist wirklich tiefstes Arthouse, der Film. Das ist tiefstes Arthouse. Das ist jetzt keine Komödie, denn wie gesagt, da sind jetzt noch dramatische Elemente mit drin und da sind total absurde Momente drin. Das ist halt wirklich Arthouse. Wer sich da mal öffnen kann für den Film, der wird ihn irgendwie ganz gut finden, so wie ich. Wer gerade irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird, oder ich stelle mir vor, wenn der gerade in der Metropol-Sneak oder so gelaufen wäre, um Gottes Willen, ich glaube, der wäre total verrissen worden, weil da die Leute doch was anderes erwarten. Dann, der ist hier ein bisschen zu abgefahren und ein bisschen zu wilde Mischung aus diversen Story-Elementen. Wenn man sich da auf wenigere Sachen beschränkt hätte, hätte der durchaus besser sein können, wenn man bestimmte Themen nach vorne getrieben hätte, wie zum Beispiel diese Portugal-Exit-Kampagne, für die er da vereinnahmt werden soll und jetzt nicht noch das mit dem Klonen und das noch mit reingebracht hätte. Und ja, insgesamt, ich glaube, ich gebe dem Film so 6 Punkte. Ja, 6 Punkte gebe ich. Und war auf jeden Fall interessant, den gesehen zu haben. Ist immer ganz gut, mal ab und zu mal nicht nur die großen Blockbuster zu schauen, sondern mal so ein bisschen was Arthausiges, gerade von irgendwelchen Leuten, die neu am Start sind, regiemäßig bei Langfilmen. Vielleicht hört man ja von denen noch ein bisschen mehr. Ja, also falls der mal irgendwo läuft, guckt da mal rein, auf Sky oder so. Ich würde euch jetzt nicht raten, da aktiv ins Kino zu gehen. Der läuft auch schon eine Weile. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier, Diamantino, ich glaube seit Mai oder so, läuft der, hier finde ich ihn gar nicht, warum nicht? Habe ich mich vertippt oder was? Diamantino, doch hier steht er. Ich glaube, der wird so in so Reihen wie der besondere Film oder so, wird der, denke ich mal, laufen. 30. Mai steht hier Starttermin auf filmstarts.de. Also, guck da rein oder nicht, je nachdem. Ja. Bei der nächsten Sneak Preview bin ich wieder am Start und ich stehe jetzt ein bisschen in Kontakt mit dem einen, der da einen Hut auf hat. Wir werden hier, ich hoffe, es klappt alles, ungefähr in der Sendung vor der nächsten Sneak werden wir hier exklusiv den Tipp bekommen in der Sendung für die Sneak. Ich weiß schon, es kommt ein Horrorfilm. Das wurde mir schon verraten. Wahrscheinlich kommt Brightburn. Ja, man weiß es nicht. Also es laufen ja dort nur Filme, die in der Region Stuttgart noch nicht gelaufen sind. Das heißt also, also ganz besondere Filme. Naja, oder auch welche, die wie bei einer normalen Sneak, die noch nicht angelaufen sind. Das kann auch passieren. Mhm. Ja, also es kann eine normale Sneak sein, irgendwas, was noch nicht angelaufen ist. Oder ein Film wie der jetzt hier, der eigentlich schon Kinostart hatte, aber hier in der Region nicht gelaufen ist. Mhm. Okay, so. Spannend. Und halt konsequent okay. OV. Finde ich ganz interessant, gerade den Ansatz, dass man dann so einen Film, der einem dann vielleicht entgangen wäre, vielleicht doch noch irgendwie erwischen kann. Ja, mal gucken. Also, bin gespannt, ob das klappt mit dem, ja? Ich hab noch eine Frage. Gibt es auch irgendwie vorne dran so ein Programm oder Moderation oder irgendwas? Nee, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Also, dass gerade bei der allerersten Vorstellung hätte ich schon erwartet, dass da mal irgendeiner nach vorne geht, wenigstens mal Hallo sagt hier, viel Freude oder sowas. Ja. Oder mal ein bisschen einen Rahmen gibt oder so. Hätte ich schon erwartet eigentlich bei der allerersten. Es muss ja nicht hier eine riesen Preisekiste sein, wo Sachen verlost werden. Aber wenigstens so ein bisschen was, ne? Ja. Wenigstens ein bisschen Rahmen geben, dass man sagt hier. Ja. Wieso, Chris? Willst du ein zweites Standbein? Ach, ich? Nein, ich. Oder, ach, Chris? Oder nee. Ich? Nein. Nein, nein, nein. Nee, nee. Vielleicht bin Erik was.
Ach, nee, das habe ich früher gemacht, das mache ich nicht mehr. Das ist, man muss sich ja dann doch ein bisschen vorbereiten immer und muss dann ja auch jede Woche wirklich gehen und so. Das kann ich da nicht versprechen, dass ich jede Woche oder jeden Monat da hingehe in die Sneak. Aber interessanter Ansatz, gerade auch mit diesem konsequenten OV, finde ich cool. Ja. Ich habe noch einen Film geschaut. Jetzt habe ich ja lange geredet schon. Punkte habe ich gegeben, ne? Und zwar, ja. Aber den habt ihr ja auch schon alle geschaut, deswegen fällt es mir da ja etwas einfacher jetzt. Nämlich Fantastic Four. Und ich muss jetzt zu meiner Schande eingestehen, der ist mir irgendwie ein bisschen durch die Lappen gegangen, offensichtlich. Es gab ja den, ich habe so einen alten Fantastic Four Film geschaut, oder gab es wahrscheinlich auch mehrere oder so, ne? Irgendwie. Ja. War ja. Zwei. Und der lief jetzt hier auf Sky. Und da fing gerade an, irgendwie Fantastic Four, dachte ich, den kenne ich schon. Und dann sehe ich so, Moment mal, nicht mit den Darstellern, Moment mal, was ist denn das? Dann habe ich mal nachgeguckt, das ist irgendwie so ein, Anführungszeichen, Reboot aus dem Jahr 2015 mit Kate Mara, Miles Teller, Jamie Bell und erzählte halt auch so ein bisschen diese Origin-Geschichte, Michael B. Jordan noch mit dabei, diese Origin-Geschichte, wie die Fantastic Four halt entstanden sind, wie die das schaffen, gerade Miles Teller mit seinem Schulkameraden, die bauen halt immer irgendwelche Versuche auf und machen dabei so Wissenschaftsprojekten mit und der stellt dann mal so eine, oder der baut dann mal so eine Anlage, wo er Sachen transportieren kann, die dann irgendwie so im Raum weg sind, also irgendwie offensichtlich in eine andere Dimension, aber das kann da in der Schule, kann das noch keiner so richtig durchschauen, was er da tut, also sind dann halt einfach die Sachen weg, wenn er da irgendwas, sein Knöpfchen gedrückt hat und dann kommt irgendwas zurück mit irgendwelchen Sand oder so, der hat da so kleine Flugzeuge, die er mal verschwinden lässt und wiederkommen lässt und erst später erkennt das dann mal jemand, was da tatsächlich dahinter ist und das wird dann im großen Stil aufgebaut als Anlage und da sind die auch mit involviert und sie wollen dann gerne als eine der ersten mal durch dieses Portal gehen. Und das soll aber erstmal mit anderen Sachen getestet werden. Sie setzen sich dann halt irgendwie durch. Sie machen das dann auf illegale Weise. Die treffen sich dann dort und reisen dann in diese andere Dimension und sind dann auf so einem total wilden Planeten. Und dann geht natürlich einiges schief dort. Und und sie kommen dann mit irgendwelchen Substanzen in Berührung und werden dann eben zu diesen Superhelden, die Fantastic Four halt sind und kommen dann halt zurück, also diese menschliche Fackel und wir erfahren dann noch ein bisschen weiter, wie dann erst das Militär diese Personen nutzen möchte für ihre Zwecke und sie damit ködert, dass sie parallel herausfinden wollen, wie sie das wieder rückgängig machen, was sie aber irgendwie nicht so richtig verfolgen, weil sie leben eigentlich ganz gut damit, dass die Fähigkeiten genutzt werden für irgendwie militärische Zwecke und ich fand den überraschend gut, obwohl der im Internet sehr, sehr schlecht wegkommt. Ich weiß nicht, wie habt ihr den noch in Erinnerung? Ich hab den damals in OV gesehen. Das war meine erste Pressevorführung und ich fand den damals gut, glaube ich. Mittlerweile nicht mehr. Aber damals fand ich ihn gut. Ich fand ihn nicht so ganz begeisternd gut. Also ich fand ihn so ein bisschen, fad. Echt? Ich fand gerade den Anfang, fand ich irgendwie sehr charmant, wo die da mit diesen Effekten, gerade wo die noch jung sind und diese Wissenschaftsprojekte machen und so, fand ich schon echt gut. Irgendwie, vielleicht war es ganz gut, dass ich den jetzt mit so ein bisschen Abstand gesehen habe und jetzt ist gerade irgendwie auch so eine, nachdem wir relativ viele Superheldenfilme geguckt haben in der letzten Zeit, war jetzt gerade irgendwie so ein bisschen so eine Durststrecke. Und vielleicht kam der dann gerade im richtigen Moment bei mir und nachdem ich hier mit Brightburn so einen eher düsteren gesehen habe und dann schalte ich hier ein die Woche, dann kommt da sowas etwas Leichteres. Ja, hat mir gut gefallen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich glaube, ich gebe dem auch so 7 Punkte oder so, würde ich sogar geben. Ja. Gibt aber keinen weiteren Film. Das macht ja nichts. Der hatte sehr mäßigen Erfolg und wurde deswegen dann eingestampft. Das ist ja auch eine Konstantin-Produktion, ne? Denn die haben ja irgendwie die Rechte an diesen Fantastic Four, wenn ich mich da recht erinnere. Und ich glaube, der erste Fantastic Four-Film war zum damaligen Zeitpunkt der in Anführungszeichen erfolgreichste deutsche Film der Kinogeschichte, weil Deutschland den ja mitproduziert hatte und der damals richtig gut eingeschlagen ist. Ja. Ah ja. Jo, Konstantin, läuft. Und, aber gut, gucken wir mal, vielleicht laufen ja irgendwelche Superheldenfilme an, da muss doch bald mal einer kommen. Ja, ich habe doch da irgendwas in Erinnerung, dass da demnächst was kommt. Wir gucken mal.
Kinocharts und Neustarts. So, mit was fangen wir an? Die Charts gibt's heute wieder, oder? Ja, haha. Platz 10, Avengers Endgame. Warte, ich scroll noch. Platz 9, Glam Girls, hinreißend verdorben. Platz 8, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. War mein Kleiner mit der ganzen, ja, mit der ganzen Ferienhortgruppe drin. Und da waren wohl einige andere Ferienhortgruppen auch drin. Also ich glaube, da wird nochmal einen gewissen Push nach oben geben. Platz 7, John Wick Kapitel 3. Den habe ich mittlerweile so oft empfohlen, es wundert mich, dass der nur auf 7 ist. Also. Platz 6, TKKG, jede Legende hat ihren Anfang. Platz 5, Man in Black International. Oh, der läuft schon? Irgendwie. Ja, jetzt angelaufen. Ist halt Donnerstag, ja. Scheiße, es ist halt so, wenn man sich mit Kino nicht auskennt, da wird man von sowas überrascht. Das ist nicht so schlimm. Guck du nur deine portugiesischen Filme, das passt schon. Genau. Diamantino. Rocketman, Platz 4. Platz 3, Godzilla 2, King of the Monsters. Oh ja, yeah. Genau. Da gehe ich lieber da nochmal rein, als in Man in Black. Platz 2, X-Men, Dark Phoenix. Und auf Platz 1 immer noch Aladdin. Ah, Schande über unser Stuttgarter Publikum hier. Es wundert mich eigentlich, dass Dark Phoenix auf Platz 2 ist. Der floppt doch so, Max. Der ist so ganz krass gerade. Ja gut, wir sind ja, in welcher Woche sind wir? In der zweiten, ne? Für Dark Phoenix, glaube ich. Ja. Hm. Der soll ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht sein. Das habe ich schon vom Trailer gesehen. Ja, der Trailer sah eigentlich schon ganz vielversprechend aus. Also wenn ich hier mal aus den jetzigen Top Ten, mir meine eigenen Top Ten, wenn ich sagen müsste, was war jetzt gut. Dann ist Godzilla irgendwo. Dann ist Avengers Endgame auf Platz 1. Ah, oh, ich nehme was. Scroll, scroll, scroll. Godzilla 2. Pokémon 3. was habe ich noch? John Wick 4. Die anderen habe ich nicht gesehen. Wäre unfair. Läuft Avengers echt immer noch? Ja, ja, läuft noch. Also läuft nur in wenigen, wenigen Veranstaltungen. Und ja, jetzt waren doch auch Ferien. Ja, das sind vielleicht viele nochmal rein. Übrigens, The Dead Don't Die, Platz 16 in Stuttgart. Ja. Aber es wäre immerhin nicht so gut wie Ma. Sie sieht alles. Platz 11. Übrigens, die Sneak Preview ist auf Platz 24. Das sehe ich hier gerade mal. Ja. Ist ja witzig. Ja. Immerhin. Top 25, wup, wup. Entschuldigung. Okay, so, warte mal. Ich hab grad die. Wir wollten doch jetzt immer eine andere Filmvorschau nehmen, ne? Das bin ich gerade. Wir wollten beide eigentlich anschauen. Ihr wolltet, glaube ich, Fang du mal an, ich hab's gerade noch nicht. Kino Neustarts vom 20. Juni 2019. Wir fangen an mit 3 Schritte zu dir. Das ist ein romantisches Drama über 2 Mukoviszidose erkrankte Jugendliche, die sich verlieben, aber sich nicht nah sein können, um ihr Leben nicht weiter zu gefährden. Von Justin Baldoni mit Cole Sprouse, Hayley Lou Richardson, Claire Forlani und weiteren. Das ist echt eine üble Sache. Mukoviszidose, da kenne ich auch jemanden. Wird ja auch viel geforscht, aber so richtig vorwärts kommen tun die da auch nicht, ne? Aber sag mal, wir sind doch jetzt beim 20.06., oder? Ja, was habe ich gerade vorgelesen? Ich weiß nicht, irgendwas mit Mukoviszidose, aber hier ist... Ja, mein erstes Ding war, wir fangen an mit dem 20.06. und dann der Film heißt 3 Schritte zu dir. Das steht bei mir. Ach so, du bist hier auf, bei der Reihenfolge, weil bei dem anderen ist nämlich Brightburn ganz oben. Okay, also Brightburn, brauche ich nicht viel sagen. Warum steht da eigentlich Regisseur James Gunn stellt die Geschichte auf den Kopf? Das war da gar nicht Regisseur. Ist doch falsch. Ja. Tja. Ja, mit gemischten Wertungen habt ihr das gehört, obwohl wir eigentlich insgesamt liegen wir doch nah beisammen, oder? Mit 6, 7 und 8 Punkten oder so. 6,5 besser gesagt. Ich bin gespannt. Aber halbe Punkte können wir ja nicht geben. Ich bin gespannt, was die Hörer dazu sagen. Ich weiß, der kommt lief in einigen anderen Sneaks auch. Okay, haben wir noch? Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Den muss ich noch sehen. Schon. Unbedingt, den kann ich absolut nur empfehlen. Das ist ein Film, da kann man auch zweimal reingehen. Richtig, richtig gut. Seth Rogen, Charlie Theron. Einfach mal eine alte Folge auskramen. Vor 2 Wochen, 3 Wochen, dann hatten wir den. Ah, großartiger Film. Ich schau gerade, was war ich? Ah ja, war das bei Pokémon?
Weil irgendwo hatte ich den Trailer im Kino nochmal gesehen und der kam so gut an, ey. War das bei Pokémon? Ja, es war das einzige Mal, dass ich noch... Ja, muss ich sehen. Definitiv. Ist vorgemerkt. Ob ich es jetzt im Kino schaffe, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Tal der Skorpione haben wir hier schon mal als Trailer-Tipp gemacht. Da habe ich jetzt eine interessante News gelesen, dass der nämlich trotz seiner brutalen Härte, Zitat Ende, in Deutschland ungeschnitten ins Kino kommt. Also wer wirklich einen richtigen Action-Kracher-Film mal wieder sehen möchte, der, sag ich mal, früher hätte man gesagt, aus dem unteren Regal der Videothek, also es wird jetzt nicht gerade eine hochklassige Produktion sein, sondern richtig einfach mal Action, Popcorn, Kino. So. Auf die Fresse. Ja, mit Martin Semmelrocke, Ralf Richter, Claude Oliver Rudolph und so weiter, also dann angucken. Ja, Tolkien, den hatten wir auch in der Sneak, den haben wir auch schon besprochen, Nicholas Hoult, Lily Collins, die Geschichte von Tolkien, wie es dann im Endeffekt zu Herr der Ringe kam. Oh, Sneak-Woche. Es kommt nämlich auch noch Verachtung, der Film aus dieser Reihe da, hier diese Krimi-Reihe, dieser skandinavischen, und Jussi Adler Olsen war es, genau. Und das ist jetzt der vierte Teil, wo Karl Morg und Hafez al-Assad nach Spreu gefahren, wo früher mal ein Kinderheim war, für Kinder, die so ein bisschen unangepasst waren und die dann so ein bisschen eingenordet werden sollten. Und was da alles früher Schlimmes passiert ist und was das für Verbindungen in die Gegenwart hat, damit beschäftigt sich dieser Film. Sehr sehenswert. Sehr sehenswert. Ja, dann haben wir Der Klavierspieler vom Gare du Nord. Eine zufällige Begegnung verändert für den jungen Mathieu alles. Wird er sich entscheiden, eine Musikkarriere einzuschlagen oder endet er in der Kriminalität? Weil er ist ein Bad Boy. Nö, glaube ich nicht. Er ist eher der Good Boy, oder? Er ist ein Good Boy, aber Kristen Scott, Bad Boy. Kristen Scott Thomas spielt auch noch mit. Der hatte mich ja interessiert. Hätte ich eigentlich so ein bisschen auf die Sneak gehofft, dass wir den kriegen. Aber gut. Kann ja noch passieren. Wo ist denn jetzt hier der andere? Überraschung. Oder wer hätte das gedacht? Dass der so Klavier spielen moralische, kann. Eine moralische Entscheidung. Oh, da hatte ich eine Screener-Anfrage bekommen. Also wenn ihr den mal sehen wollt, können wir einen Screener bekommen. Also hier so ein Link, da muss man am Computer gucken. Eine moralische Entscheidung. Drama über die Klärung der Todesursache eines Jungen, der entweder starb, weil sein Vater verdorbenes Fleisch kaufte, oder an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Das ist, glaube ich, ein israelischer Film oder so. Ja. Nein, danke. Klingt nach der Sneak in Kornwestheim. was haben wir noch? Dann haben wir Oh Beautiful Night. Der junge Hypochonder Juri begegnet dem Tod. In einer ereignisreichen Nacht ist er gezwungen, sich seinen Ängsten zu stellen. Eine Komödie mit Noah Saavedra, Marco Mandic und Vanessa Leubel. Okay, jetzt muss ich hier gerade mal ein bisschen hin und her gucken hier. Alles ist gut. Ist hier gar nicht Esta dabei. Está todo bien. Ist ja gar nicht dabei. Das ist ein Happy Lamento. Happy Lamento. Dokumentarfilm. Nee, komm nicht. Das Geheimnis des grünen Hügels. Ja, aber den letzten müssen wir auf jeden Fall. Also Hügel? Der letzte ist ein. Ja, dann mach du mal den letzten. Der letzte hier auf der Liste ist nämlich Detektiv Conan, The Movie 22. Ja! CEO der Vollstrecker. Nach einem Bombenanschlag auf die Tokyota Summit Hall wird Kogoro Mori festgenommen. Conan macht sich an die Arbeit, den wahren. Der heißt Conan, nicht Conan. Conan! 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 Macht sich an die Arbeit, den wahren Täter zu finden. Also Detective Conan, das kann man schon mal angucken. Der ist so cool, ich liebe die Serie. Das kommt ja auch irgendwo im Fernsehen, ne, die Reihe irgendwie. Ja, die haben irgendwie, die haben ewig lang Pause gehabt. Ich glaube, Deutschland hat 10 Jahre lang nicht ausgestrahlt und ging jetzt irgendwann wieder auf Ausstrahlung. Ja, ich habe das früher immer so gern geguckt. Das hat zu meinem Nachmittagsprogramm gehört. Zusammen mit Pokémon und Sailor Moon. Pokémon gibt es übrigens auf Netflix, oder? Ja, Netflix gibt es alles Mögliche. Guckt nämlich mein Kleiner gerade mal alles. Ja. Und wir werfen mal einen Blick, was vielleicht dann noch viel später irgendwann im Kino anläuft. Sneak Preview. An einem Trailer kommen wir diese Woche irgendwie nicht vorbei. Der hat so einen Impact gehabt. Den müssen wir zumindest erwähnen, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht so begeistert sind oder alle reinrennen in den Film. Es gibt nämlich einen neuen Trailer für die Eiskönigin 2. Nachdem Eiskönigin ein ziemlicher Erfolg war für
für Disney und ich den sogar im Kino gesehen habe mit meiner Tochter damals. Und ja, ist ja so ein typischer Disney-Film mit Gesang, mit ein bisschen, aber auch ein bisschen so, ja, die Prinzessin und so weiter. Ja, dass da jetzt noch ein zweiter Teil kommt. Ich weiß nicht, früher war es immer so, bei den Disney-Filmen sind dann so die Sequels dann irgendwann Direct-to-DVD erschienen, aber hier bringen wir den doch mal ins Kino und ich glaube, das ist so ein gemachtes Nest, also das bringt die raus. Der Trailer sieht doch so süß aus. Ich muss schon wieder jammern und meckern. Nein, nicht jammern, aber einfach nur meckern. Und zwar, ich habe den Trailer auch gesehen und ich denke mir nur so, ja, brauchen wir das wirklich? Und da im ersten Teil von Die Eiskönigin war ja der Titelsong Let It Go, Let It Go und so alles. Und für den zweiten Teil würde ich jetzt eher sagen Let It Be, Let It Be, Let It Be. Ach komm, nur weil wir das nicht mögen, die Kinder, die Eiskönigin so toll finden. Warum muss man ein Pferd bis zum Tod reiten? Let It Be. Wieso denn? Das ist der zweite Teil. Wir reden hier nicht von Final Destination 8. Ja, wir reden hier von Die Eiskönigin 2, ein super schöner Kinderfilm. Okay, und dann anders über gefragt. Freundschaft und Zauberei. Wie viele Disney-Filme, wo es einen zweiten Teil von gab, außer Toy Story, waren wirklich gut? Cars vielleicht? Der König der Löwen. Oh, Cars, der zweite Teil war nicht gut. Der König der Löwen 2 war sehr, sehr süß. Der dritte war König scheiße, der Löwen. Der zweite war sehr süß. Doch. Aber die waren doch dann direct to DVD, oder? Die zweiten Teile nicht, davon. So krank, keine Ahnung. Aber nee, fand ich nicht gut. Oder hier 102 Dalmatiner. Wer braucht denn sowas? Was vielleicht... Ralf Reichts 2, okay. Was sie vielleicht hätten machen können, wäre, dass sie es jetzt irgendwie als real fortsetzen irgendwie. Nee, das ist schon gut so. Ja gut, es muss für die Kinder passen. Ja. Also das wird ein sicherer Kinoerfolg. Das werden wir hier auf dem Platz 1 ein paar Wochen lang sehen. Es sei denn, sie verkacken irgendwas grundsätzlich, dass da irgendwie was Komisches drin ist, was dann vorher viral geht oder so. Wo dann alle sagen, nee, da kann man nicht reingehen in den Film. Ja, ich habe es mit erwähnt. Ich werde auch verlinken den Film. Zum Glück werde ich nicht rein müssen. Da, ich glaube, aus dem Thema sind wir durch hier. Und der zweite Trailer, den ich mitgebracht habe, nennt sich 21 Bridges. Und hier geht es darum, dass in Manhattan gibt es eine Mordserie an Polizisten. Und es gibt einen Polizisten gespielt von Chadwick Boseman, der so ein bisschen Schwierigkeiten hatte in seinem Job und so. Er bekommt quasi die Aufgabe, hey, finde den Mörder von diesen 8 Cops, ja, dann wirst du wieder rehabilitiert. Und ja, was kann man denn machen, wenn da doch wieder eine Mordserie kommt und wenn man den Bösewichten eine Falle stellen will? Das Beste ist natürlich, man riegelt alle Brücken über Manhattan einfach mal ab, weil Manhattan ist ja eine Insel. Deswegen werden 21 Brücken abgeriegelt und drinnen eine totale Ausgangssperre und dann pflügt man halt komplett durch Manhattan durch und sucht nach dem Mörder. Und das ist das, was im Trailer schon so ein bisschen, was da so ein bisschen angerissen wird. Man sieht ein paar coole Personen, die da drinnen auftreten und da stand doch mal irgendwas drin von den Machern von Avengers Endgame oder so. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Funktion da. Habt ihr das auch irgendwie von den, hier steht es, von den visionären Regisseuren, steht sogar da. Aber irgendwie der Regisseur, wenn ich auf den klicke, dann kommt irgendwie was anderes. Also, ja. Wie fandet ihr den Trailer? Weil mich hat er voll abgeholt. Voll ja, gekauft. Sah sehr, sehr geil aus. Ja. Also, ja. Ist halt mit Black Panther. Ja, Chadwick Boseman, ja. Jetzt guck ich kann da über alles. Brian Kirk. Man kann da überall. Brian Kirk ist der Regisseur, aber da sehe ich jetzt hier nichts. Vielleicht in dir. Vielleicht spielen die auf die Produzenten an oder was? Also der Regisseur Brian Kirk hat nichts mit Avengers zu tun gehabt. Vielleicht die Writer hier, Adam Mervis. Gucken? Nö, auch nicht. Komisch. Komisch, wir sind da hier im Trailer. Egal, der Trailer sieht geil aus da. Ja, sah ganz gut aus. Ja, schöner Sneak-Film, wer das war. Na gut, ganz kurz noch ein was zu den Serien. Serien. Wir hatten ja erwähnt gehabt,
oder ich hatte gedacht, dass Tschernobyl 4 Folgen hat. Es hat ja 5. Aber die 4. war irgendwie so ein bisschen so abgeschlossen, dass ich dachte, okay, ja. Stimmt, ich muss die 5. noch gucken. Ich habe die 5. geguckt. Ich bleibe jetzt spoilerfrei. Ich fand es echt gut, wie dann, wie das Ganze abgeschlossen wird. Also es geht ja dann auch, wird sehr viel gezeigt, auch aus der Gerichtsverhandlung. Man sieht da sehr viel, was da so unter den Teppich gekehrt werden sollte und was nach draußen gegangen ist. Und es ist eine sehr, sehr, sehr lange Sequenz, die aber sehr, sehr, sehr gut ist. Mit den echten Personen noch dran und was aus denen geworden ist und was sie für den Film aus dramaturgischen Gründen verändert haben und warum und wer die, wie es in Wirklichkeit war. Und das fand ich richtig gut. Also ich saß dann wirklich total platt dann da, wo ich dachte, um Gottes Himmels Willen, ey, was geht da ab, ey? Und jetzt kam ja auch die Meldung raus, dass jetzt Russland selbst auch nochmal eine Tschernobyl-Serie verfilmen möchte, weil sie sagen, hey, es war hier bei uns, ja, kann ja nicht abgehen, dass da in den USA eine Tschernobyl-Serie gedreht wird hier, das ist unser Thema. Mal gucken, wann die dann kommt. Und ich glaube nicht, dass die, ich glaube fast nicht, dass die besser sein könnte, weil ich weiß nicht, ob man da in Russland selbst diesen kritischen Blick auf die ganze Szenerie hat und was da passiert ist. Das nur ganz kurz. Tschernobyl unbedingt angucken. Und sonst haben wir keine Serien. Kate hat keine eingetragen, was mich ein bisschen wundert. aber wir haben hier ein Game, was der Chris gerne mal vorstellen will. Games. Sehr gerne sogar, ja. Ich habe es jetzt endlich geschafft, Red Dead Redemption 2 durchzuspielen. Also die Story mal zu Ende zu bringen. Hat lange, lange hat's gedauert und ist wirklich immer noch, muss ich wirklich sagen, eines der besten Games, die ich, glaube ich, hier gespielt habe. Allein grafisch und alles und auch, was ich da Sympathien entwickelt habe für den Hauptcharakter. Klar kann man jetzt sagen, hey, ja, immer mal wieder, wenn man zu lang spielt und so, klar, dass man dann Sympathie mit den Dingern entwickelt, aber der Arthur, der war halt auch intelligent und alles. Also ich fand ihn gut, ich fand das richtig schön. Tolles Spiel, bin ich mit allem einverstanden, aber darum geht's gar nicht. Ich habe nämlich dann mit meinem nächsten Projekt angefangen und das passt für mich so zeitlich hervorragend, weil mein nächstes Projekt gerade zum Spielen sind eigentlich zwei Sachen. Das ist einmal The Division 2, weil das jetzt gerade noch aktuell kostenlos spielbar ist, also jetzt dieses Wochenende. Und das andere ist Spider-Man auf der PS4, das neue Spider-Man-Spiel. Und es ist ein absolutes, krasses Gegenstück zu Red Dead Redemption, weil Red Dead Redemption ist ja wirklich so diese Erfindung der Langsamkeit, weil du reitest da ewig in die Prärie und hast eine Riesenwelt und bliblablub und schwupp, jetzt schwinge ich durch New York in einem Affenzahn, hab total lustige, coole Sprüche, 1 Milliarde dumme Anspielungen und wirklich geniale Szenen, also es ist kein Spoiler, wenn ich sag, gleich schon zu Beginn triffst du Mary Jane wieder, also relativ früh, mit der du dich verkracht hast. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Geschichte von Spider-Man von vorne erzählt, so ist es nicht. Also Spider-Man ist schon Anfang 20 und alles und hat Schule hinter sich und der Daily Bugle gehört nicht mehr, steht nicht mehr unter Leitung von James Jameson, oh Gott, wie heißt er, von JJ und hat sich alles so ein bisschen geändert, aber die Schurken sind natürlich noch da und du arbeitest im Labor von Dr. Otto Octavius, der allerdings da noch nicht irgendwie Doc Ock ist, sondern halt noch einer der Good Guys und der Bürgermeister der Stadt ist Norman Osborn. Also und MJ weiß auch, dass du Spider-Man bist, also dass Peter Parker Spider-Man ist und so weiter. Also ist schon cool die Geschichte und was einfach für mich endgültig den Breaker gebracht hat, ist, dass Stan Lee auch einen Auftritt da drin hat. Und das fand ich ganz hervorragend. Weil da geht Peter Parker mit Mary Jane essen und dann gehen sie auseinander an dem Abend und irgendwie läuft er dann noch eben Stan Lee in die Arme und der sagt, ah, es ist so schön, euch beide wieder zusammenzusehen. Ihr wart immer mein Lieblingspaar. Oh. Das ist so süß, das ist so cool. Und Stan Lee halt wirklich so richtig gut getroffen auch. Also richtig, richtig gut. Und
was du halt in dem Spiel alles machen kannst. Du schwingst durch New York, wie gesagt, in einem Affenzahn. Du kannst da noch Kunststücke in der Luft machen. Die Missionen sind knackig, das kann man auch sich einstellen. Und ich habe es jetzt auf nicht so leicht gemacht, sondern ich habe gedacht, mal gucken, ich will schon eine Herausforderung. Puh, da sind schon Gegner dabei, also boah, und bis du da auch mal die Taktik raus hast, das kann schon mal 3-4 Spawns dauern. Ist richtig, richtig cool, macht sehr viel Spaß. Auch, wie gesagt, die ganzen Gags, wo kommen. Du schwingst durch New York, musst da auf Sightseeing-Tour gehen, Fotos machen und plötzlich stehst du halt vor der Botschaft von Wakanda. Ja. Und, oh cool, machen wir ein Foto von Wakanda. Oder du musst ein Foto machen vom Avengers Tower in New York. Und das sind halt so Anspielungen, sensationell. Und was für mich jetzt gerade noch so ein Stück sensationeller das alles gemacht hat. Ich weiß nicht, Erik, ob du es mitgekriegt hast, es kam jetzt ein Game-Trailer raus zu einem neuen Avengers-Game. Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht mitgekriegt? Aber ja, ich habe noch eine kurze Frage. Ist es das Spiel, was letztes Jahr auf der Gamescom war, das Spider-Man-Spiel, was ich da gespielt habe? Das müsste das sein. Es kam 2018 raus. Ja, genau. Na, dann ist es das. Okay, dann also ach so, du hast jetzt kein ganz neues. Okay, das ist jetzt ein. Nein, das okay. Gibt schon seit September 2018. Alles klar. Ich hab's also, gibt's nur ja wahrscheinlich dann günstig. Schon in der Platinum Edition oder wie ist das bei PlayStation? Oh, keine Ahnung, aber ich habe es relativ günstig mal dann bei Amazon erstanden und habe jetzt, nachdem ich eine Stunde gespielt habe, habe ich direkt den ganzen Download-Content, den extra, die extra Missionen und wo es gibt, gleich dazu gekauft. Kate, jetzt ist er erstmal abgemeldet für die nächsten Wochen hier. Das kannst du vergessen. Mach jetzt nix, hier. Ich habe genug andere Sachen zu gucken. Es ist wirklich, es ist so cool und es geht auch relativ zackig zum Spielen. Es macht wirklich Spaß und ja, jetzt habe ich ein bisschen fast den Faden verloren. Danke, Erik. Ja, wegen dem Avengers-Spiel. Game-Trailer hast du. Ja, Game-Trailer. Und dieses Avengers-Spiel, das, wenn ich es richtig gesehen habe, spielt in San Francisco. Ja, weil die Golden Gate Bridge geht in dem Trailer da ein bisschen zu Bruch und da wird auf der Golden Gate Bridge gekämpft. Und Spider-Man schwingt hier in dem Spiel durch New York, steht dann vorm Avengers Tower und sagt, ah ja, die Avengers, die sind gerade auch nicht da. Ich habe gehört, die sind gerade an der Westküste. Nicht schlecht, ne? Ja, dann ist es zumindest in dem Spieluniversum stimmig dann. Das ist super und das macht einfach so Spaß, sowas zu haben. Also wie gesagt, die Anspielungen, die Witze, es ist echt cool. Ich kann es jedem aktuell nur wirklich empfehlen. Gibt es, glaube ich, inzwischen für 30 Euro sogar bei Amazon oder sowas, gibt es bestimmt auch wieder in so einem Sale. Das ist ein Spiel, das sollte man auf der PS4 auf jeden Fall gespielt haben. Man gewöhnt sich auch an die Geschwindigkeit. Es gab ja auch so Packungen, wo eine PlayStation 4 drin war, zusammen mit Spider-Man oder so. Ja, ne? Also wer noch keine hat oder vielleicht als Geschenk oder sowas. Und oder grafisch übrigens auch ein Genuss. Wirklich, vor allem auch so Sachen freischalten wie Anzüge von Spider-Man. Da war ja auch, hatte ich gesehen auf der Gamescom, da gab es dann so ein Rad, da konnte man ganz viel einstellen, wie das mit dem Netz und was weiß ich und dann so ja. Und dann hatte ich so ein Perk und da konnte ich das eine dann verändern und so, dass der dann irgendwie weiter schießt oder breiter schießt oder irgendwas anderes, ne? Ja, und das sah sehr, sehr belebt aus, alles fast wie GTA, die Stadt, die war sehr, Du kannst aber nicht mit allen reden. Das müde. Habe ich ja gar kein Interesse dran. Ja, du musst tatsächlich auch. Ach so, mit, ja. Du kannst, sollst auch mit den Leuten allerdings auch reden, weil auch das gibt wieder Punkte. Okay. Ja, also nee, cool. Cooles richtig, Spiel. Richtig. Also, ich habe es auch gut in Erinnerung, aber ich habe halt keine PlayStation. Ich hatte dann irgendwann mal damit geliebäugelt, mir so eine Box zu holen, wo ich gedacht hätte: Ah, okay, jetzt PlayStation und gleich so ein Ding dazu. Ja, aber hab's dann halt doch nicht gemacht. Jetzt kommt ja eh bald irgendwie die neue Generation, da warte ich dann vielleicht mal auf die neue Konsolengeneration. Wenn wir einmal bei Spielen sind, auf der Switch gibt's gerade Rocket League für 9,99 €. hab ich mir jetzt gekauft, ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich das jetzt gekauft. Aber ein toller Hinweis zu Rocket League. Ich habe das ja auch auf der PS4. Da gibt's jetzt Ghostbusters. Hast du schon gesehen, die 80er? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Was? Das muss doch genau den. Ey, guck dir das mal an. Da gibt es jetzt auch so einen Spielmodus, wo du Geister fangen. Guck dir das mal an, ich will nicht spoilern. Ich guck mir das mal an, ja. Ja. Nein, aber ich hab gesehen, dass es Ecto One gibt, aber dass da noch mehr da drin ist, okay. Ich habe da auch jetzt letztens wieder so ein bisschen, während ich runtergeladen habe ich natürlich
nebenher was anderes gespielt. Und da war eben auch mal wieder Rocket League dabei. Und das, weißt du noch, wie der erste Teil hieß? Ist ja der zweite Teil. Ist ja Fortsetzung. Der erste Teil? Ja, der erste Teil von Rocket League. Der hieß nämlich Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle. Ach so, ja, dieses lange Ding, ja. Ja, genau. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Da, also ganz großartig. Und da habe ich jetzt gesehen, es gibt auch einen Eishockey-Modus. Ja, klar. Da kannst du mit dem Puck spielen. Und ja. Das fand ich ja ganz, ganz geil. Und es gibt auch einen Basketball. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Nur, frag mich, ich bin Pro. Mich ja, ist klar. Aber das mit Basketball fand ich okay, aber das mit dem Puck ist extrem schwer. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich spiele aber immer eher diese kompetitiven, diese 3 gegen 3 oder 2 gegen 2. In dem Modus wurde dann halt wirklich, also in dem Challenge-Modus. Ja. Ja. Genau. Ihr könnt mich adden, wenn ihr wollt. Dann, liebe Hörer, dann, falls ihr das habt, also ich spiele, ich weiß nicht, ob das Relevanz hat, ich glaube, das ist Cross-Plattform-Play. Also da. Aber ich glaube, es funktioniert nicht. Switch gegen PC, das funktioniert glaube ich nicht, weil ich habe noch kein einziges Mal so ein Mario-Auto gesehen irgendwo. Weil bei der Switch gibt es nämlich so Mario und Luigi-Autos. Hm. Ja, auf jeden Fall extrem cooles Spiel. Ich glaube, ich habe da mittlerweile fast 1000 Stunden voll oder so mit Rocket League bei Steam. Hm. Sehr empfehlenswert. Ja, Bereich Games, genau. Wenn man dann von der Gamescom wiederkommt, dann kann man dann mehr berichten, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Mal gucken, was da alles Neues gibt. So, dann machen wir jetzt hier langsam einen Knopf dran und werfen mal einen Blick in die Kommentare. Briefkasten. Dazu sollte man natürlich erstmal die Seite geöffnet haben hier. Ich habe auf jeden Fall gesehen, es hat schon, seitdem die Zeitung erschienen ist, doch schon ein bisschen mehr Downloads gegeben. Aber so kommentarmäßig ein Alex oder ein vielleicht Alexandra, weiß nicht, kann ja auch Alex Abkürzung sein. Moin Leute, im Fall von Tschernobyl sind es 5 Folgen und nicht 4. Ja, das war der Hinweis, den ich vorhin meinte. Und das Ende war ziemlich abgeschlossen, vorausgesetzt, man hat auch die 5. Folge geschaut. Bezüglich der Schwangeren, die in der 3. oder 4. Folge wird erzählt, dass das Kind ein paar Stunden nach der Geburt gestorben ist, weil es die ganze Strahlung der Mutter absorbiert hat. Die optische Darstellung dieser Geschichte wäre, glaube ich, etwas hart gewesen. Daher haben sich für die verbale Erklärung entschieden. Da hat anscheinend jemand sehr viel Insiderwissen hier. Ja. Soundeffekte. Was ist denn hier los? Doch. Wie kann man nur nicht auf Charles Dance aka Tyrion Lannister kommen, schreibt der Martin. Tja, Martin, dann mach doch mal einen Podcast und dann wirst du mal merken, wie man, wenn man schon eine Stunde aufgenommen hat, wie man da vielleicht nicht mehr auf alle Namen kommt, die man, ja, genau. Aber wir haben dann auch im Kino nochmal rumgerätselt und wir sind dann aber drauf gekommen, Kate und ich. Ja. Also uns ist dann eingefallen, wie er hieß. Beziehungsweise Kate hat ja den Film nicht geguckt, das war natürlich etwas schwieriger für mich mit der Erklärung, aber jawohl, ja. Also Godzilla. Wir erklären, der alte Mann aus Game of Thrones. Der alte Mann, der hatte immer diesen hochgeschlossenen Ledermantel hatte, der alte autoritäre Mann. Ja, hätte ich halt mal gesagt, du meinst den alten Lannister, dann hätte ich dir das sagen. Wenn ich auf den Namen gekommen wäre, dann hätte ich sagen. Ja, aber der Vater von den Irren. Wir haben es ja rausgekriegt. Hat ja auch geholfen. Wir haben es ja rausgekriegt. So, mal gucken, wer uns alles unterstützt hat über Amazon, über unsere Affiliate-Links. Old Chico Topfdeckelhalter. Meine Güte, was sind das? Gleich mal gucken. Ja, wie der Name schon sagt, ein Topfdeckelhalter aus Metall. völlig überraschend. Ein Geschenk der Kultur, Erzählungen. Ein Buch von Ian Banks, der Kulturzyklus. Okay. Festplattenlaufwerk, HDD, Transportgestell. Hat jemand bestellt. Ein Werthers echte Original Sahnebonbons zuckerfrei. 12 mal 70 Gramm. Boah, da legt sich jemand einen Vorrat an. Was haben wir noch? SanDisk SSD Plus 240 GB. Ja. Oh, 33 Euro nur noch. Für 240 GB, das ist ja echt günstig.
Was haben wir hier noch? Seagate Game Drive for PS4. Eine externe Festplatte. Weiß nicht, was da speziell, warum braucht es da eine spezielle für PS4? Da kannst du Spiele drauf machen. Da ist die schon vorinstalliert alles. Ach so. Die sind ganz geschickt, die Dinger. Professor Zamora 1175. Horrorserie. Ein Bastei-Heftchen, nehme ich mal an. Das ist so ein, ja, im Kindle-Format. Okay, das waren, habe ich alle, ja. Genau, vielen Dank an alle, die den Kinocast unterstützen mit Einkäufen. Wenn ihr sowieso was bei Amazon bestellen wollt, klickt da einfach vorher bei uns auf den Link und dann startet eure Suche von dort aus. Dann kriegen wir eine kleine Provision. Ansonsten findet ihr weitere Möglichkeiten auf kinocast.net auf der Webseite ganz oben. Danke für eure Unterstützung heißt das. Da kann man zum Beispiel auch Phonic-Guthaben spenden, womit wir unsere Nachbearbeitung machen, damit das ja alles ganz gut klingt, damit alle gleich laut sind ungefähr, damit ihr nicht hin und her drehen müsst. Und macht auch diese Coverbilder und sowas, macht auch Phonic dann mit rein in die Datei. Wenn ihr es natürlich über Spotify oder Deezer oder sowas hört, dann werdet ihr leider davon nichts haben, sondern nur, wenn ihr direkt den Feed in einem Podcatcher abonniert habt, dann habt ihr auch Kapitelmarken und sowas. Ja, vielen Dank an alle, die uns bis jetzt da unterstützt haben. Wir zehren ja immer noch beim Auphonic-Guthaben von der einen Spende, die wir letztens bekommen haben, unbekannterweise. Ansonsten freuen wir uns auch über nicht monetäre Beteiligung, zum Beispiel Kommentare schreiben oder ihr könnt uns auf Twitter empfehlen oder kommentieren oder auch direkt kontaktieren. Und ansonsten sind wir eigentlich durch für heute, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja. Nö. Dann schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Ach ja, genau, wenn ihr in der Sneak da wart, im Kapitol, ich werde das ja auch ein bisschen jetzt mit in die Beschreibung mit reinnehmen, da vielleicht findet ihr irgendwie auf die Seite und habt jetzt reingehört, dann schreibt auch mal, wie ihr Diamantino fandet oder vielleicht habt ihr den irgendwo auch gesehen oder wie ihr die Sneak Preview dort erlebt habt im Kapitol. Das wäre mal ganz interessant. Ansonsten dann bis nächste Woche. Das ist ja ein langes Wochenende, Feiertag und so. Ja, bis dann. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Gerne. Ciao. Ciao. Ich bin Manhandler. Heißt, ich bin bei den Autogrammstunden eingeteilt. Klingt aber ein bisschen... Das ist geil, ich habe das Gleiche schon gesagt. Ja, es gibt noch einen Untertitel, Schlangenbändiger. Manhandler. Schlangenbändiger finde ich noch geiler. Ja, das sind die bei den Autogrammstunden aufpassen, dass die Fans sich richtig anstellen, ordentlich verhalten und so. Aber Manhandler, also mach nichts, was du nicht willst, sage ich nur. Ja, ist okay. Bis bald im Kinocast.